erst unsere Vorsitzende, Frau Alice Weidel. Bitte sehr. Ja, wir haben gesehen, dass die CDU-CSU völlig konzeptlos ist. Wir haben das schon von vornherein gewusst, aber man merkt natürlich auch, dass jetzt bald in Bayern die Landtagswahlen stattfinden und da natürlich mit Händen und Füßen wird da jetzt die Sollbruchstelle auch gesucht zwischen Seehofer und Merkel. Aber Seehofer ist derjenige gewesen, der die gesamte Zeit über die Politik von Merkel mitgetragen hat. Und jetzt wundert man sich, dass in Bayern die Umfragewerte weiter in den Keller abrutschen. Wir blicken dem gelassen entgegen, denn schauen wir uns doch mal Folgendes an. Die AfD hat den Antrag auf Grenzkontrollen und Grenzsicherung ja gestellt im Bundestag und die CSU hat ihn ja auch mit einstimmig abgelehnt. Wenn Seehofer jetzt eben auch fordert, die Grenzen zu sichern, dann sehen wir eins ums andere Mal, dass es wieder nur eine wahlkampftechnische Nebelkerze ist, denn der politische Wille fehlt auch bei der CDU/CSU. Gänzlich. Haben wir in der Vergangenheit gesehen, wird in der Zukunft nicht anders sein. Und wir als AfD, wir freuen uns natürlich richtig auf die bayerischen Landtagswahlen, wenn die CSU unter 40% rutscht. Und dann kann ich Ihnen prophezeien, wird innerhalb der CDU/CSU die Hölle los sein, weil man sich dann eben auch die Frage stellen muss, will man mit Merkel eigentlich weitermachen oder möchte man doch einen anderen Kandidaten suchen? Und auf diese Debatte innerhalb der anderen Fraktion freuen wir uns natürlich, denn wir haben das von Anfang an gesagt. Wir haben gesagt, Schengen ist gescheitert, die deutschen Außengrenzen müssen gesichert werden, die Regierung ist konzeptlos, ihr habt unverantwortlich in den letzten Jahren gehandelt, wider besseren Wissens und wir haben alle die Konsequenzen zu tragen. Für uns nichts Neues. Wir werden sehen, was in den Landtagswahlen passiert und wir freuen uns drauf. Herr Garland.